und herzlich willkommen zur 132. Folge von Forza Horizon 4. Mit dem Update 9 oder der Serie 9 mit dem neuen Update kommen auch wieder neue Minis ins Spiel seit langem. Das ist echt überrascht. So, unter anderem hier, wie man auch erkennen kann, ist das hier der 2018er Mini John Cooper Works Convertible. Quasi der John Cooper Works ist bei Mini die am stärksten motorisierte Variante des Coopers. Und Convertible kann man, glaube ich, sich denken, was das sein sollte. Ein Cabrio. Finde ich echt mal cool. So, da kommen jetzt mit diesem Update 4 neue Minis ins Spiel. Darunter 3 normale Minis und ein Morris Mini. Also ein älterer Morris Mini ist das. Und 3 neue Minis. Hier der John Cooper Works Convertible. Dann, glaube ich, der Countryman John Cooper Works. Und irgendwie so ein Mini John Cooper Works Buggy. Finde ich echt cool. Dann mal den Convertible, den es jetzt hier im Sommer zu gewinnen gibt. Bei einer Meisterschaft war das. Den restlichen Wagen gibt es später zu gewinnen. Ich glaube, den Countryman gibt es im Winter zu gewinnen. Und den Buggy, glaube ich, auch. Aber naja, erstmal ein bisschen Cabrio fahren. Und ich würde sagen, okay, ich bin schon weitergegangen. Nein, fahren wir jetzt nicht Tuning, jetzt kommt erstmal die Teststrecke. Bis gleich. Ich muss sagen, ich kann wirklich gut schätzen. Ich bin gefahren eine 3 Minuten 15,662 und ich habe vor der Aufnahme geschätzt, dass ich eine 3 Minuten 15er Zeit fahren werde. Bin ich gut, ey, meine Güte. Ja, die Zeit für den Leistungsindex ist in Ordnung, auf jeden Fall. Also der nächste bessere Platz hier wäre, ich muss mal kurz rüber durchschauen hier, der Jaguar XES. Der war 5 Sekunden schneller, hat aber auch über 20 Punkte mehr.
Das nächste schlechtere wäre der Mazda MX-5. Der, naja, so 14 Punkte weniger, es war 3 Sekunden langsamer, also zeitlich in Ordnung. Ich habe mir sogar wirklich ein bisschen mehr erhofft. Ich meine, der hat wirklich ordentlich Leistung. Ich meine, 230 PS oder 31. Der Mazda MX-5 hat deutlich weniger Leistung, aber der Mazda wiegt ja auch deutlich weniger. Weil der hier, kann er das gleich mal kurz gucken, was er genau wiegt. Aber im Spiel wiegt er auf jeden Fall viel zu viel. So, jetzt gehen wir nochmal kurz rein, was der wiegen würde. Hier 1390 Kilo. Bei so einem Auto. Das ist zu viel. Das Ding ist ja nicht mal 4 Meter lang. Und dann 1,4 Tonnen. Das ist aber. Das ist ein bisschen viel, muss ich sagen. Deswegen, da muss Gewicht runter, was ich mir auch dachte. Bemerkt jetzt so in schnellen Kurven. Also da ist die Karre doch ganz ordentlich im Untersteuern. Ich will es einfach mal ausprobieren. Natürlich, das spricht das natürlich dagegen, was ich eigentlich den Wagen leichter machen. Aber ich baue jetzt mal Allradantrieb ein. Sofern das geht, aber eigentlich ja. Dann wird natürlich wieder schwerer, ich weiß, aber da ich den eh wieder leichter machen werde. Werden wir am Ende, ich will auf jeden Fall unter 1,3 Tonnen kommen. Ja, das ist das Minimum. Ich will mal das Ding mal als Allradler machen. Ich will mal gucken, ob er dann was kann. Und an sich fährt er sich gut. Und hat er sogar im Spiel das optionale 6-Gang-Automatikgetriebe. Serienmäßig ist es eine 6-Gang-Handschaltung bei allen Mini Cooper Modellen. Hier sogar die optionale 6-Gang-Automatik, was ich cool finde. Muss ich echt mal sagen, das habe ich gar nicht eingebaut. Fahr, wenn du Idiot. So, Allradantrieb. Ich werde der Wagen selbstverständlich schwerer, ist ja gleich aber wieder dann werden. Leistungstechnisch weiß ich gar nicht, ob ich mehr mache. Also ich fand, der ging echt gut ab, muss ich sagen. Die Wasser natürlich muss, ne? Der Busmodus muss raus, obwohl das vielleicht sogar ein bisschen zu tief wäre. Muss ja gleich mal gucken. Man hat optisch auch so ein bisschen sowas, so Go-Kart-mäßig, ne? So klein, schnell, flink. Aber Gewicht, ja, das, wie gesagt, das ging gar nicht. Ich mache es erstmal so. Mal gucken. Okay, ist alles eingebaut. Ich finde die Felgen schon ziemlich groß. Alter. Die würde ich auch gar nicht größer machen. Die sind mir ja wirklich schon groß genug. Und das sage ich selten, dass mir Serienfelgen groß genug sind. Wer mich kennt, weiß das auch. Dass das ein Satz ist, den ich nicht häufig sage. So. Okay, eine Vorzahllippe da vorne. Die ist aber eigentlich unnötig. Warte mal kurz. Okay. Hab noch kurz was geguckt und hinten vor der Spoiler. Ich ahne Schlimmes. Wow. Das Spoiler bringt auch bestimmt sehr viel, wenn das Dach davor ist. Das hat da geklappte. Okay, das Spoiler bringt dann. Der Effekt ist eigentlich gegen 0. Was halt auch cool finde, was man auch nachher nochmal sehen wird. Die Rückleuchten. Dass wenn man jetzt beide linke und rechte zusammenfügt und beide in die Mitte tut, gibt das die Flagge von Großbritannien. Man kann hier so ein bisschen vielleicht sehen. Zum Verlauf. Das ist doch cool, oder nicht? Das finde ich wirklich designtechnisch schon mal echt gut. Von Mini-BMW. Mein Gott, dazu BMW. Ich meine, wird teilweise von BMW entwickelt. Ich meine, der Motor ist auch von BMW zum Beispiel. Der 2 Liter große rein Vierzylinder Turbo. Der ist auch von BMW, also. Naja. Sie streiten. So, die Spurverbreiterung, die gefällt mir sehr, sehr gut. Was mich aber wundert hier. Ist das da Plastikteile? Am Kotflügel? Und vor allen Dingen unlackierte. In Grenze ist ja Plastik ja nichts Schlimmes. Ich meine, auch bei vielen kleinen Wagen, auch wenn es sich so mal schön aussieht, die meisten Autos haben halt trotzdem noch vorne Plastikstoßstangen. Die sind aber halt in Wagenfarbe lackiert. Dass man es halt nicht wirklich sieht. Aber hier ist es anscheinend nicht so. Wenn mein Corsa hat vorne auch eine Plastikstoßstange, die ist halt in Wagenfarbe lackiert. Deswegen ist das alles, oder sieht das alles wie ein Blechkleid aus, obwohl es das gar nicht ist. Okay, aber das finde ich nicht so schön, muss ich sagen. Gerade bei so einem Auto, bei 230 PS, aus so einem kleinen Auto, was halt wirklich echt eine Hausnummer ist. Und dann sowas hier, und lackiertes Plastik, das muss ja, finde ich, nicht sein. Felgen, boah. Sind nicht scheiße, aber optisch nicht so ganz mein Fall. Gut, aber ich hätte gerne ein wenig breitere Reifen. Vorne bitte auch 2,25er. Gutes Gewicht würde wieder in die Höhe gehen, aber
Ich denke mal, ich werde dann. Oh, jetzt sehen wir sich Sportreifen. Okay. Lassen wir das so. Ich meine, im kleinen Wagen braucht keine Rennreifen. Das ist, denke ich mal, logisch. Vor allem, wenn man so das Gefühl hat, auch gerade so in Kurven, wenn man dann in der schnellen Kurve wirklich voll einlenkt, dann geht da gar nichts. Dann untersteuern, dann geht da gar nichts mehr. Das war wirklich, das fand ich echt nicht so schön. Ich finde irgendwie, die haben was. Da sind mir die Speichen ein kleines bisschen zu dünn. Aber ich guck mal weiter. Was da noch so schöne Felgen gibt. Die Serienfelgen sind das nicht so mein Fall. So. Von König, auch nicht schlecht. Die Felgen sind echt groß, Alter. Das muss ich mal sagen. So Felgengröße geht ja mal mega in Ordnung. Die nehme ich mal direkt sogar von König. Bevor ich mich wieder umentscheide und so, ne? Und ich lasse es einfach. So, gewichtstechnisch. Genau, ich wollte ja runter. Bin ich eigentlich sogar vielleicht sogar noch ein bisschen leichter. Okay, das ist natürlich echt krass. 1,17 Tonnen. So eigentlich für so ein Auto. Naja, das ist schon echt sehr, sehr leicht. Gerade mit so einer Motorisierung, dann noch als Cabrio. Ich denke mal, so ist eigentlich ganz gut. Unter 1,3 Tonnen. Jetzt trotz dem Allradantrieb. Trotz des Allradantriebs. Dem, des, whatever. Keine Ahnung. Ich bin ja kein Deutschlehrer. Ihr solltet es auch bitte nicht sein. Ist aber cool, wenn an der Front hier, quasi im Kühlergrill, diese rote Leiste. Und die finde ich sehr sexy. Auch genauso wie die Tagfahrlichter. Bin ja auch, also, sieht geil aus. Hat ein bisschen was von Porsche. Diese runden Scheinwerfer. Und ich meine, Porsche ist halt geil, ne? So, achso, ich muss auch ein Differential kaufen. Mit dem Allrad werde ich ziemlich frontlastig auslegen. Ist auch bei der Leistung nicht so schlimm. Haben wir so 70% vorne oder so. Wenn so am Start hat er ja eigentlich auch kaum Wheelspin, auch im ersten Gang nicht. Hat mich echt überrascht. Also da, vielleicht kurz beim Anfahren, minimaler Wheelspin, aber sonst. Wegen Tiefe, da muss ich nochmal gucken. So, drei. So, so. Ich mache einmal Tiefe, ich mache mal erstmal ganz hoch. Das wird natürlich nicht so bleiben. Alter, 4,8 Sekunden auf 60 Meilen. What? Okay, das ist jetzt ein Mini, das ist ja das nicht hier. Zwei Sturz haben, das habe ich ein bisschen extrem. Ja, unter 5 Sekunden auf 100, das ist echt schnell. Vermutlich auch durch den Allrad. Ich meine, Serie geht dann nur auf 100, ich glaube, mit der Automatik in 6,1 Sekunden. Oder soll er zumindest. Ob so ist, weiß ich nicht. Aber unter 5 Sekunden, das ist schon echt fucking schnell. Muss man wirklich mal sagen. Also das ist wirklich. Das ist nicht nur schnell, das ist echt schnell. Also, schnell, schnell, schnell. Wenn ihr wisst, was ich meine. So. Das Automatikgetriebe finde ich wirklich super. Hat auch bisher ziemlich gut gefahren. Schaltet schön schnell. Hört sich geil an, die Schaltvorgänge. So ein bisschen DSG-Furzen-mäßig. Ich meine, was will man mehr? Also, mir gefällt super. Natürlich wäre 7 Gänge noch cooler. Gut, 8 müssen jetzt nicht sein bei der Leistung. Obwohl, kann auch cool sein, jetzt beim aktuellen Ford Focus. Gibt es, glaube ich, auch ab 150 PS mit 8-Gang-Automatik sogar. Optional. Hat was. Wenn man so ein Focus ist, ist ja auch eher. Vielleicht sogar auch so ein bisschen so ein Langstreckenauto. Da finde ich das eigentlich sehr schön. So, ja, rund 4,9 Sekunden. Das zeigt er an, also ich sag mal rund 5 Sekunden auf 100. Ich denke, darauf kann man sich einigen. Dann. Ich kann aber noch ein Design gucken, ob es da irgendwas gibt.
UK-Flag, ist doch klar. Drift-Hunigen, ach du Scheiße, Pokémon, UK-Flag. Clean Miniworks. Da gucke ich mir mal an. Guck mal, 74 Downloads hat er hier, aber keinen einzigen Like. Vielleicht bin ich der erste Like, den es gibt. Wenn es schön aussieht. Also mit roten Akzenten, das könnte wirklich geil werden. Dazu muss aber auch der Grund und die Grundlackierung auch dunkel genug sein, dass es gut passt. In dem Fall, so schön gemacht, also alles schön umrandet. Mir ist aber die Grundfarbe des Wagens zu hell. Das ist so silbermäßig, das ist mir zu hell. Sonst sieht es gut aus. Wo ich das vorne sogar weglassen würde. Unten da an der Stoßstange. Wollen wir das hier einfach mal. Den Wagen gibt es erst sogar seit gestern. Tatsächlich. Ich bin ja auch gestern schon bekommen, den Wagen. Oder mir erst spielt. Ich hätte mal von bekommen oder sowas, aber solche Wagen, die spiele ich mir alle selber. Ich habe sie auch alle nur einmal und dann war es das. Natürlich kann man sich die auch im Aktionshaus dann kaufen. Anfangs für viel Geld, nachher für nicht mehr so viel Geld. Aber ja, ich spiele mir den ein und den behalte ich auch. Also falls wer solche irgendwelche Forts oder Autos haben möchte oder für saisonale Belohnung, für Festivalspielliste, für Saisonmeisterschaften irgendwelche Autos haben möchte, ich verkaufe keine. Ich habe selber nur einen jeweils von denen und den behalte ich auch. Die verkaufe ich nicht. Weil die mich nicht interessieren, spiele ich auch nicht. Ich habe letztens auch, glaube ich, den Vauxhall Corsa, den es letzte Woche gab, glaube ich. Den Corsa D. Hab ich mir ja auch nicht geholt. Weil er mich nicht interessiert hat. Das war eigentlich schon zu weit. Ich werde erstmal gucken. Die habe ich alle nur einmal. Für meinen eigenen Bedarf. Irgendwie hat das was. Und ja, auch die Rückleuchten sieht man es jetzt vielleicht. Okay, sogar Nürburgring Aufkleber. Finde ich aber lustig. Oh, das sieht nett gemacht aus, finde ich. Ist nämlich mal so. So, also hier durchfahren. Dieses Schaltgeräusch. Das finde ich irgendwie geil. Das, zu dem Mini passt das aber auch. So eine Art DSG-Furzen. Wisst ihr, denke ich mal, was ich damit meine? Ich finde, das passt halt super. Ich mache jetzt einfach mal 50-50. Wie er in die Kurven geht. Geil. Oh Gott. Das waren die Außenspiegel, braucht man nicht. Mir gefällt das echt gut. Du hast dein Ziel erreicht. Wo mir der Arald noch nicht ganz so gut gefällt. Ich weiß nicht, gibt es den Cooper eigentlich mit Allrad? Weiß ich gar nicht. Also den normalen Cooper. Jaguar Works natürlich nicht. Oder normalen Cooper, gibt es sowas mit Allrad? Weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das war ein Clio RS. Bei nächster Gelegenheit wenden. Mal gucken, wie der so aus dem Stand beschleunigt. Läuft ganz gut ab, aber das sollen 50 Sekunden auf 100 sein. Ich mach das mal. So. Okay. Wenn das so ist, Forza, dann ist das so. Ja, die Berechnungen, die müssen hundertprozentig stimmen. Ist alles komplett so, wie es in der Realität auch ist. Da kann man nichts gegen machen. Ich
Ich bin mal dafür, wieder eine meiner eigenen Strecken zu fahren. Ich glaube, hier war die. Ich mich nicht. Ich weiß, was ich mal mache. Eine schöne kleine Strecke ist nämlich die hier. Ich glaube, da mal so ein paar Röhrchen zu fahren, schon ganz geil werden. Weil das schon eine kleine, enge Strecke ist. Oder hoffentlich daran am meisten bringen würde. So, wir nehmen. Ich stelle mir selber was. So, das Auto. Wir nehmen heute mal nur Minis. Und. Ach ja, 7 Ründchen mache ich einfach mal. Passt eigentlich. Gucken wir mal. Und auch die Neuauflage kommt bald, denn hier 2009er John Cooper Works und ich glaube doch im Spiel, glaube ich, ein 2012er John Cooper Works. GP sogar. Ich weiß aber nicht, wo man den bekommt. Das ist wahrscheinlich ein seltenes Auto, was man nur als irgendwo, vielleicht als Belohnung bekommt oder Wheelspin Only. Das kann gut sein. Den habe ich halt noch nicht. Ich habe auch nicht alle irgendwie seltenen Autos. Das auf jeden Fall auch nicht. Ich bin auch nicht über Stufe 25. Ich habe letztens erst einen Hooligan Porsche bekommen. Für, glaube ich, was war für Straßenszene Stufe 17 Belohnung. Aber mein Ziel ist, mach mal auf Profi. Gucken, was denn so geht. Seht ihr da die schönen Scheinwerfer oder die Tagfahrlichter so? Sieht geil aus, ne? Hat was so von Porsche, muss ich sagen. Jetzt hat er Rückleuchten. Jetzt sieht man das. Wie eine Großbritannien-Flagge. Okay. Wow. Bestes Auto für die Strecke hier. Das Rallye Dakar Auto, glaube ich, muss das sein. Gut abgeht, beim Drehmoment hat natürlich. Ich glaube, dieser Alpha Caterina hat, glaube ich, Serie schon 600 Newtonmeter. Mein Diesel halt. Ich habe eigentlich alle Drehmoment ohne Ende. Das ist auch schon ein wenig Leistung. Der R-Rad, der ist ziemlich komisch. Genau, links neben ist, glaube ich, der John Cooper Works GP. Auch aus der letzten Generation. Da war, glaube ich, die zweite Mini-Generation unter BMW. Den, ich jetzt fahre, das müsste die dritte Generation unter BMW sein. Das war sogar das Facelift. Ich glaube, diesen hier Wagen, also den Convertible, gibt es, glaube ich, erst seit März diesen Jahres wird er erst ausgeliefert. Oder für den Händlern quasi. Das neue Facelift. Ist da Neues? Keine Ahnung. Es ist das Facelift. Wie ich gehört habe, sogar in einem Stream von Playground Games, ist der Wagen sogar exklusiv hier drin, also gibt es bisher in keinem anderen Spiel. Diesen hier. Und glaube ich, die beiden anderen Minis, glaube ich, auch, oder? Die neueren, 2018er. Der Countryman und der Buggy. Ich glaube, die haben auch gesagt, sind auch exklusiv, also gibt es bisher in keinem weiteren Rennspiel. Oder generell Videospiel. Mit Autos gibt es ja nicht nur ein Rennspiel. Nase hat mir gerade gehört. Oh Gott. So, das war ein guter Zeitpunkt zum Nase kratzen. Schon wieder Erster. Guck mal die Cockpit-Ansicht. Ja, der Tacho, der gefällt mir nicht ganz so, muss ich sagen. Sound von Innenraum nicht gut. Tacho selber, naja, also ich finde den Tacho meines Corsas irgendwie schöner. Ist halt ein sehr spezieller Design mit diesen ganzen runden Elementen, rund und groß. Und das in der Mitte da, ne, Mittelkonsole.
Das coolste Design hat was, aber es ist halt nicht mein Fall. Um es so zu beschreiben. Ah, Mist. Ja komm, der halbe Meter da. Nein, Fabian, kannst du Kurve leider nicht so schön fahren. Läuft jetzt schon mal besser als Serie. Der Wagen fühlt sich auch ein bisschen wendiger an. Ich meine, der Wagen ist generell ziemlich wendig und flink. Selektorfehler werden auch relativ direkt umgesetzt. Ein kleines Auto auch, kurzer Radstand. Denn so für Leistung. Bin schon stolz, Alter. Ein kleines Auto mit 231 PS. Mit Frontantrieb. Oh, okay. So geht leider nicht so ganz toll. Aber so schöne Strecke. Ich finde, geht sogar auch auf S2. Ich bin hier auch viel mit dem GT3 RS gefahren, Strecke. Ich glaube, so um die 100 Runden, bestimmt schon. Und das fährt sich eigentlich auch ziemlich gut. Ja, gerade leider mit so schönen Track-Toys. Und auch wenn die Kurven richtig schön rumfahren kann. Ich könnte natürlich irgendwelche krassen Helper-Cars. Irgendwelche Königsdeck hier, Agera ES oder so. Die haben manche auf der Strecke, die haben absolut verloren. Weil die ihren Leistungsvorteil und auch ihren Geschwindigkeitsvorteil absolut nicht ausspielen können auf so einer Strecke. Da kann eher so ein GT3 RS seine Vorteile ausspielen. Wo so GT3 ja auch gut geradeaus geht. Für die Leistung. Und zwar sehr, sehr gut, Alter. Ich meine, so ein aktueller geht in 3,2 Sekunden auf 100 allein schon. Mit 520 PS Heckantrieb. Wer kann das bitte? Ich wüsste eigentlich keinen. Runde. Haben wir den auch geschafft. Das ist ein tolles Auto. Und auch cool, dass mal neue Minis ins Spiel kommen. Auch eine Marke, mit der ich jetzt auch nicht so richtig gerechnet hätte. Ich dachte so, ja, vielleicht kommen mal wieder halt so englische Autos. Aber dass es denn Minis werden, finde ich cool. Wirklich gefällt mir. Natürlich werden jetzt wieder einige so, hier kein Sportwagen, keine Hypercars. Ja, ich finde auch, dass da noch auf jeden Fall welche fehlen und welche mir sehr gerne welche wünschen würde oder nicht nur ich, auch viele aus der Community, das ist mir klar. Aber sowas finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Von vorne sieht schon echt geil aus, ne? Kann ich ja mal sagen. Selbst als hier Convertible. Stört mich auch nicht wirklich. Bin ja auch optisch, sieht in Ordnung aus. Hier Rückleuchten auch. Das ist auch geil aus, muss ich echt mal sagen. Diese designtechnischen sind echt geil von außen. Innen, ja. Ein bisschen zu viel rund. Spiegel, Alter. Die sind auch rund. Ist also einfach alles rund. Trotzdem ein sehr, sehr schönes Auto. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge. Jetzt mal Werbung hier für Mixer machen. Habe ich es noch nie benutzt, aber ich mache mal Werbung für. Checkt's mal ab. Link nicht in der Beschreibung zum Mixer. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.